Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video teste ich live vor der Kamera verschiedene Duftsamples, die ich mir letztens bestellt habe. Denn ich persönlich mache das so, ich bin ein großer Nischenduftfan, großer Parfumfan im Allgemeinen. Und da Nischendüfte relativ teuer sind und ein Fehlkauf dementsprechend fatal sein kann, habe ich eine Liste, wo ich Düfte eintrage, die ich cool finde. Und hin und wieder, so wie jetzt gerade, bestelle ich mir dann so ein 10er-Pack Samples mit den Düften, die ich am interessantesten finde und teste die dann eben aus. Das heutige Video ist auch ehrlich gesagt ein Video, auf das ich mich sehr gefreut habe, weil die Samples seit gestern schon hier rumliegen und ich heute aber meine Masterarbeit habe drucken lassen. Das heißt, die letzten Tage waren wirklich sehr arbeitsreich und ich habe mir deshalb versprochen, ich teste diese Samples erst, wenn ich wirklich die Kamera am Laufen habe und deshalb habe ich seit gestern darauf warten müssen, die hier zu probieren. Bevor ich anfange, aber noch kurz etwas zur Frage, woher ich meine Samples beziehe. Das ist nämlich eine Frage, die ich immer häufiger in den Kommentaren unter verschiedenen Parfum-Videos sehe. Heute kann ich sagen, ist es mal bei ausliebezumduft.de. Es gibt verschiedene Anbieter für Samples und das ist jetzt auch keine Werbung für einen speziellen Anbieter. Ihr bekommt die Samples auch in vielen verschiedenen anderen Online-Shops. Aber heute ist es eben bei ausliebezumduft.de gewesen. Die haben das Video aber auch nicht gesponsert oder mir die Samples gestellt, sondern das ist alles mein eigenes Geld, was ich dafür ausgegeben habe. So, der erste Duft, der mir hier entgegengekommen ist, ist Portrait of a Lady von Frederic Malle. Ich werde euch den Namen von dem Parfum jetzt übrigens auch immer dann nochmal einblenden, damit ihr direkt wisst, was das Ganze für ein Duft ist, ja. Und das ist ein Duft, von dem ich schon relativ viel gehört habe, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ja, also ich habe den durch ein YouTube-Video gefunden, lustigerweise, und habe den schon seit einer ganzen Weile auf meiner Wunschliste stehen. Und in dem YouTube-Video wurde er aber eher als ambrierter Duft bezeichnet. Und ich muss sagen, dass mich das überrascht, weil er nämlich deutlich leichter ist, als ich gedacht hätte. Und er am Anfang eine sehr blumige, fruchtige Kombination hat. Und dieser Ambra oder Amber-Akkord, der ist nur ganz, ganz leicht irgendwie so im Hintergrund. Ist für mich jetzt nicht zwangsweise ein männlicher Duft, muss ich sagen. Vielleicht eher ein bisschen feminin. Dafür, dass er so gelobt wurde, überraschend blumig. Ich muss gucken, ob ich sowas tragen kann. So, ja. Machen wir weiter mit Nummer 2. Das ist dann nämlich auch ein Duft, der ambriert sein soll, und zwar von Maison Francis Courgia Grand Soir. Okay, und der ist schon eher in die Richtung. Und was mir direkt dabei in den Kopf kommt, ist die Parallele zu Le Male, was ja auch Francis Courgia entworfen hat, weil es nämlich so eine vanillige, Tonka-bohnenartige Grundnote hat. Ist, würde ich sagen, aber trotzdem eher so auf der älteren Schiene. Aber der ist auf jeden Fall gut. Ja, also ich glaube, den ersten würde ich jetzt so vom ersten Eindruck her mit einer 6 oder so bewerten. Das ist auf jeden Fall dann doch schon eine 8. So, Nummer 3. Gehen wir jetzt mal in die Richtung. Was kommt mir entgegen? Memo Paris Irish Leather. Genau. Da muss ich sagen, ist es, glaube ich, ein bisschen geschummelt. Denn den habe ich tatsächlich in Paris vor ungefähr 1,5 Monaten schon mal gerochen. Der hat mir sehr gut gefallen, deshalb wollte ich unbedingt eine Probe davon haben. Und an dem Memo-Stand, wo ich den gerochen habe, hatten die leider keine mehr. Und deshalb bin ich ganz gespannt, ob der jetzt genauso gut riecht, wie als ich den in Paris zum ersten Mal probiert habe. Ja, ja. Also mega grün, mega grünes, frisches, lederiges Zeug. Stelle ich mir sehr, sehr geil vor im Sommer oder im Frühling. Sommer vielleicht nicht, Sommer ist ja, glaube ich, ein bisschen zu stark für wegen dem Leder. Aber wahnsinnig interessant. Also es gibt, glaube ich, nicht so viele frische Lederdüfte, weil die tendenziell eher süß und eher schwer sind. Ja, sehr, sehr geile Kombination. Hat so ein bisschen Zitrusfrüchte als Kopfnote, aber größtenteils wirklich Leder und grün-grasige, hölzerne Noten. Sehr, sehr coole Kombination. Duft Nummer 4 ist dann Atelier des Ors Lune Feline. Also, was heißt Feline? Wilder Mond, glaube ich. Französisch ist nicht so 100% fit bei mir. Der ist definitiv nichts für Menschen, die empfindlich sind gegen animalische, süßliche Kombinationen. Ich finde den super animalisch, wenn ich ehrlich bin. Und ziemlich süß. Was trotzdem dann als Basisnote irgendwie rauskommt, ist so eine holzige Komponente. Was, denke ich, auch diesen animalischen Oud-Touch so ein bisschen unterstreicht. Oud ist hier, glaube ich, nicht drin. Aber hat auf jeden Fall Ähnlichkeit mit so Alcat von Serjoff beispielsweise.
Der war auch süßlich animalisch. Aber ja, vielleicht eher nichts für die Schwachen unter uns so. Wo wir gerade schon beim Thema Oud waren, habe ich jetzt hier als nächstes einen Duft, der das Wort Oud im Namen hat, nämlich Shams Oud von Memo. Und der gefällt mir ganz gut. Auf jeden Fall ein Oud-Duft, den ich in der Form noch nicht so erlebt habe. Nichts, womit ich das jetzt spontan vergleichen könnte. Hat vielleicht so ein bisschen was von der Intense-Version von Tom Ford Oudwood. Also Oudwood Intense von Tom Ford hat eine, ich glaube, Zypressen-Kopfnote, die das Ganze in eine recht dunkle grüne Richtung zieht. Und ich finde, dass es hier eine ähnliche Richtung einschlägt. Aber der ist schon wirklich sehr, sehr würzig und ich würde sagen, definitiv was für Männer und nicht für Frauen. Interessant. Damit kommen wir dann zu den zweiten 5 Samples, die ich bekommen habe. Ich habe gerade übrigens mal eine kurze Pause gemacht und mal kurz durchgelüftet, weil ich ansonsten, glaube ich, keinen guten ersten Eindruck geben kann, wenn hier sowieso alles irgendwie durcheinander ist so. Und auf der anderen Seite stinkt es halt auch sonst viel zu krass morgen. Als nächstes habe ich hier jedenfalls in der Hand Papillon Perfumery Anubis. Ich glaube, den habe ich sogar von einem von Jeremy Fragrances Videos. Das ist, glaube ich, auch ein Oud-Duft, wenn mich nicht alles täuscht. Aber gucken wir mal. Ja, der ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Ja, der ist auf jeden Fall udig. Ja, für mich ein sehr guter Duft. Anubis ist ja der ägyptische Totengott. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat das hier ein bisschen was von so einem Balsam, also von diesem Einbalsamieren. Es riecht nicht nach totem Fleisch oder nach irgendwas Totem, keine Sorge. Aber diese Balsamnote ist sehr, sehr stark vorhanden. In der Zeit, wo ich den hier drauf habe, ist der aber schon deutlich leichter geworden und ein bisschen süßlicher, ein bisschen frischer geworden. Als nächstes habe ich hier als Duft Nummer 7 müsste das sein, Vagabond Prince Land of Warriors. Hier ist, glaube ich, so alles an animalischen Noten drin, außer echtem Moschus, was man sich so vorstellen kann oder was man kennt. Deshalb, auf gut Glück. Der hat jetzt im ersten Moment bisschen was von Latex. Also der Kondom-Vibe ist total real. Ich meine, dass ich darunter ein bisschen was Ledriges, ein bisschen was Frischeres auch rieche. Wenn ich den nicht direkt auf dem Fleck rieche, wo ich ihn aufgesprüht habe, ist er deutlich angenehmer und deutlich leichter, ist rauchiger, süßlicher. Das ist natürlich mal interessant, weil wie ordnet man das jetzt ein auf einer Skala? Nischenduft Nummer 8, den ich mir bestellt habe, ist Armani Privé Cuir Noir. Leder ist eher schwach, es ist eher ein sanftes, weiches Leder und eine deutliche Tonkabohne oder Vanille, wieder mal. Ich kann das nie so wirklich auseinanderhalten, aber es ist so eine leicht karamellige, süßliche Note dabei. Seife kommt mir da übrigens auch in den Kopf, also eine frische, seifige, leicht süßliche Duftkombination mit einer Spur Leder. Ist in Ordnung. Aber jetzt nichts, wo ich jetzt für 250 € oder was das kostet, ausgeben würde. Duft Nummer 9, Olfactive Studios Chambre Noire, Dunkelkammer oder die dunkle Kammer, das dunkle Zimmer. Der geht ziemlich in die Richtung von Bois d'Argent von Christian Dior, den ich ja auch schon auf diesem Kanal vorgestellt habe. Also am Anfang direkt so eine Holz-Kombination, dann ein bisschen süßlicher, wobei der hier deutlich frischer ist als Bois d'Argent und deshalb vielleicht auch ein bisschen aufregender. Und der entwickelt relativ schnell auch so florale Noten. Von daher kann ich nicht so wirklich sagen, ob das jetzt ein männlicher Duft ist oder nicht. Der ist irgendwo so in der Mitte zwischen Männlein und Weiblein. Nicht zu männlich, nicht zu weiblich, aber halt auch irgendwie nichts wirklich Eindeutiges. So, und damit sind wir dann auch schon bei Nischen-Sample Nummer 10 angelangt und das ist von Andy Tower, L'air du désert marocain, also die Luft der marokkanischen Wüste. Ich habe viel über den gehört, das ist jetzt mein 4. Tower-Duft, den ich probiere und bis jetzt hat mich keiner von denen wirklich enttäuscht. Und der ist auch sehr interessant, aber auch mega, mega speziell. Wie der Name schon vermuten lässt, ein sehr trockener, sehr sandiger, steiniger, heißer, wüstenluftartiger Duft, der mich ein bisschen an einen Vintage-Duft erinnert, den ich habe, nämlich Ténéré von Paco Rabanne. Und das passt sehr gut, weil dieser Ténéré-Duft seinerzeit nämlich auch mit dieser Wüstenthematik gespielt hat. Denn Ténéré ist eine Wüste oder ich glaube sogar eine ziemlich große und bekannte Wüste.
Und der hat auch eine sehr Wüstenluft trockene Komponente, wo der darauf aufbaut. Und das ist hier ganz genauso. Also als Metapher, als zusammenfassende Metapher, definitiv die Wüstenoase, in der du sitzt. Das heißt, du bekommst die Wüstenluft mit, diese sandige, trockene und mineralisch riechende Wüstenluft. Und dann aber auch den Geruch von den Palmen, vielleicht den Geruch von Blumen, die in dieser Oase irgendwie sprießen. Leicht aquatische Noten. Und das ist definitiv ein Duft, der sehr speziell ist, aber auch sehr interessant und den ich definitiv auch mal weiterempfehlen kann. Und für mich von diesen Düften, die ich hier getestet habe, auch definitiv der, der mir am besten gefällt, jetzt so auf den ersten Eindruck. Ich meine, den Memo kannte ich schon vorher, der kommt, glaube ich, direkt danach. Aber das sind so die beiden, die mich am meisten hiervon beeindruckt haben. Und neben den beiden noch drei weitere, die ich persönlich jetzt interessant fand nach dem ersten Samplen und die ich auch gerne mal weiterhin probieren würde oder wo ich sagen kann, dass die mir gefallen, sind Atelier des Ors, Lune Feline, Memo, Shams Oud und Coq de Dion Grand Soir. Das war es jedenfalls soweit mit diesem Video. Ich bin mega gespannt, wie das jetzt im Schnitt wird, ob das nicht zu langweilig ist oder wie ich das Ganze zusammensetzen kann, damit es irgendwie so ein bisschen auch Spaß macht beim Zugucken. Lasst mir jedenfalls gerne euer Feedback da, wie ihr dieses Format findet. Ich bin ehrlich gesagt sehr häufig an dem Punkt, dass ich mir Samples bestelle und die dann teste. Und bis jetzt habe ich es immer so gemacht, dass ich mir dann halt irgendwann die volle Größe gekauft habe und die dann halt in dem Video verwendet habe. Aber so finde ich es auch ganz interessant, weil letzten Endes geht es ja bei Parfums auch darum, Sachen zu entdecken und ja, vielleicht auch Eindrücke mitzunehmen, die man beim ersten Aufsprühen hatte und so. Und deshalb, ich finde das eigentlich ganz cool, aber wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder ihr Ideen habt, wie man das Ganze vielleicht ein bisschen interessanter gestalten könnte, dann, ja, egal was für Feedback ihr habt, haut mir das einfach in die Kommentare rein, ich lese das und dann setze ich das um, wenn ich finde, dass das eine gute Idee ist. Das war's jedenfalls. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Lasst den Videonamen nach oben da, abonniert diesen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann, euer Kai.